Wir erreichen nun den Bahnhof Mean Street. Hey, Doc! Mickey, du vertraust mir nicht so sehr. Ich war ein mieser, böser Thun, doch das ist lange her. Und jetzt ist dieser böse Mad Doktor nicht mehr wirklich Mad. Ich fühl mich wie verwandelt, will euch helfen, wenn auch spät. Gefahr droht ganz heftig, im Phantom-Trollix gewarnt. Phantomlinge bauen Waffen, wie von grässlicher Geisterhand. Die Waffen, die Bibel, das alles unfassbar. Böslein ist in Not, ja das ist wahr. Hey, Doc, alles klar? Doc, ist alles klar? Für jede Art von Beistand sind Krabbeltronics gut. Wir sind die Helfer in der Not, bis dann. Nur Mut. Ich vertraue ihm immer noch nicht. Ich glaube, oberste Priorität ist jetzt, die Projektoren wieder zum Laufen zu kriegen. Soweit ich weiß, ist Jamface in der Mean Street Nord. Er weiß, was zu tun ist. Geht ihr Jungs schon mal vor. Ich warte hier, bis der Osttown-Projektor wieder funktioniert. Aber seid vorsichtig. Ich weiß, dass der Mad Doktor was im Schilde führt. Oh, viel Glück, Haselein. Oswald, glaubst du wirklich, dass der Mad Doktor jetzt gut ist? Na, das will ich doch hoffen, Mickey. Das hoffe ich wirklich. Oh je, Gus, ich hätte nicht gedacht, dass die Mean Street so kaputt ist. Nun, seit dem Hauptbeben ist es schlimmer geworden. Alle Nachbeben haben dafür gesorgt, dass der Verdünner hochsteigt und die Gebäude noch mehr einstürzen. Kobo Jamface wird die Reparaturen auf der Nordseite der Mean Street überwachen. Und dorthin gelangt man nur über den Untergrund. So, wir sind wieder hier zurück. Wir haben jetzt ein bisschen Singerei gehört. Ah, es gibt zwei Stadtabschnitte, sehe ich gerade, so ein bisschen. Wir hören uns mal jetzt mal so eine Kuh an. Die finde ich ja so klasse. Ich bin dein größter Fan, Mann. Natürlich auch von Oswald. Ihr seid beide toll. Boah. Ich hab da sogar ein Blumenbeet auf der anderen Seite des Die Legende. Es kann sich. Und hier ist kommt. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Du hast auch eine Kamera. Hey, ich hab's. Sprich mit Adele aus dem Kamera. Das haben wir. Ah. Hier auf der Seite der Mean Street. Gleich gegenüber der großen Spalte, die vom Beben stammt. Gut, wir haben jetzt. Leider hab ich ein bisschen weggestrückt. Ein bisschen wegge. Nee, das war doch eben alles da, oder nicht? Also ich gibt mehrere Orte hier gleichzeitig. Ach, guck mal, hier kann ich diesmal reingehen. Nee, kann ich da nicht reingehen. Gedrückt halten vielleicht auch nicht. Doch. Ah, guck mal, hey, muss man gedrückt halten. Warum hat mir das keiner gesagt? Das habe ich eben überall gesucht und nirgendwo gefunden, dass ich das gedrückt halten muss. Na, tolle Wurst. Hier muss es doch etwas geben, mit dem ich ihn finden kann. Mickey, wie geht's dir? Weißt du, seit dem Beben geht es hier drunter und drüber. Herrje, ich musste rund um die Uhr arbeiten, um allen zu helfen. Oh Gott. Ganz zu schweigen von meinem neuen Assistenten. Aber jetzt langweile ich dich mit Komm bald wieder. Es ist schön zu wissen, dass mein alter Kumpel noch hier ist, falls ich ihn mal brauche. Hä? Zuckerstangen? Nein? Hä? Die sind alle so drauf hier in dieser Stadt, das glaubt ihr gar nicht. Diese Toonies, Tünis, Tonis, die haben alle ein Rad ab in meinen Augen. So, auf jeden Fall, hier ist wohl die erste Stadt, so gesehen. Stadtteil, weil ich war eben in einem ganz anderen Teil. Aber das interessiert ihr jetzt nicht. Wir haben den Eingang zum Untergrund gefunden. Gut gemacht. Jetzt gehen wir mal in den Untergrund rein und dann gehen wir da mal weiter. So, da kommt unser erster Gegner schon entgegen. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück und gucke mal, ob hier irgendwo was versteckt ist. Das ist ja gerne in so Spielen. Man kommt rein und in den Ecken ist noch was versteckt meistens.
Aber in diesem ist es natürlich nicht so. Pass auf den Phantomling auf, Mickey. Er verspritzt nicht nur Verdünner, sondern hebt dich auch hoch, wenn du zu nah kommst. Er verspritzt Dünger. Was fällt dir überhaupt ein? Ich hab ihn kaputt gekriegt. Geil. Mickey, wenn du hochspringst und seine Füße kaufst, kommt ihr beide auf die andere Seite. Hier ist noch einiges versteckt, ey. Hier sind noch überall Wege, die habe ich eben noch gar nicht gesehen. Also das Geile ist, ich komme mit der Steuerung jetzt viel besser parat wie am Anfang. Also war diese Aufnahme eben nicht ganz umsonst. Blopp. Wenn man irgendwie von zu hohen Stufen oder zu hohen Podesten runterfällt, quetscht sich Mickey quasi im Boden ein. Blopp. So, komm her, Otto. Spring mal hoch. Wäre gut, wenn du jetzt ein bisschen runterkämst dafür aber wieder. Und jetzt geht's hier rüber. Durch den Wind werden wir ein bisschen hochgetragen. Ich wette mit euch, hier ist auch noch irgendwas versteckt. Um die Kurve da hinten oder so. Naja, egal. Wieder ein kleiner Roppo-Gegner. Wenn ich jetzt die Taste A loslasse wieder. Um den kümmere ich mich gleich. Nein! Tschüss. Und machen wir wieder zu. Ja, da war der weg, wa? So, jetzt zeigt mal bitte, wie ich den hier loskriege. Das habe ich beim ersten auch nicht schon geschafft. Ich weiß nicht, was der nämlich macht, der Kobold. Entweder schaffen wir das erst viel später, weil er macht den frei. Und jetzt? Ah, okay. Oh, vielen Dank, dass du mich befreit hast. Ich wollte gerade herausfinden, wie diese Koboldkäfige uns am Teleportieren hindern, als das Beben losging. Und ich bin irgendwie hineingefallen und nicht mehr rausgekommen. Wie dem auch sei, willkommen im Untergrund der Mean Street. Als die Mean Street geteilt wurde, haben wir die erste frische Luft seit Jahren eingeatmet. Hat alles sein Gutes, vermute ich. Wenn du über die große Kluft zurück musst, kann ich den Ballon wieder startklar machen. Das erste Mal ist kostenlos, weil du mich befreit hast, aber beim nächsten Mal kostet's was. Sprit ist ziemlich knapp seit dem Beben. Hier bitte, die Ballone funktionieren wieder, falls du sie brauchst. Aber wohin fliegt der denn? Naja, egal, wir haben hier noch ein bisschen was zu machen. Hier kann man nämlich gut erkennen. Wenn man drin steht, klappt das natürlich nicht. Man muss das von außen machen. Zack. Und dann gehen wir mal hier hoch wieder. Und holen wir hier das ganze Zeug noch mit, was wir brauchen. Hier sind noch Türen. Ich denke mal, die führen später erstmal irgendwo hin. Jetzt noch nirgendwo hin. Hier hinten ist noch eine Truhe. Wie soll ich an die drankommen? Wir machen mal unsere Sicht an. Und gucken mal da hoch. So. Hm. Wie kommt man denn an diese Truhe da oben? Sieht für mich aus wie... aussichtslos. Da passiert nicht sehr viel. Ah, ich habe glaube ich eine Idee, wie das funktionieren könnte. Ah. Erstmal hier das gerade mal den Schrott noch hier einsammeln und alles. Also das Silberne ist Schrott und die Filmkarten, das weiß ich selber nicht ganz genau, wofür die sind. Man kann die bestimmt irgendwo für einlösen. Aber wir machen das jetzt mal hier auf gangsterische Art und versuchen das jetzt mal, wie ich das vorhabe. Wenn ich wüsste, wo dieser Oscar schon wieder bleibt, da. Komm mal her. Boah, Oscar, du bist eine Hohlflotte. Komm her. Komm hier hin. An die Ecke, an die Ecke, an die Ecke, an die Ecke. So. Nein! Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Ach, weißt du was? Steck dir die Kiste sonst wohin? Ich habe keine Zeit für so Spielereien. Möchtest du gern zur Mean Street Nord gehen? Ja, bitte. Mickey,
Mickey, wie schön, dich wiederzusehen. Warte, du wärst nicht hier, wenn Wasteland nicht in Gefahr wäre. Wir sind eigentlich hier, um die Projektoren zu reparieren. Weißt du, was mit ihnen passiert ist? Psst, komm näher. Man könnte meinen, das Beben habe sie zerstört. Aber die Hauptprojektorschaltstation bei den Regenbogenhöhlen ist bereits vor dem Beben ausgefallen. Warte. Das ist doch komisch, oder? Ich weiß auch nicht, warum. Die Schaltstation befindet sich bei den Regenbogenhöhlen, einer der ersten Attraktionen, die in Wasteland gebaut wurden. Oui. Um dahin zu gelangen, musst du die Dahl Engineering Korridore nehmen. Wir nennen sie DEK. Wenn wir ihnen nach Osttown folgen und Prescott fragen, wird er wissen, wie schlimm es wirklich ist und wie wir zu den Höhlen gelangen. Na schön. Wenn du unbedingt mit diesem Prescott reden willst, erreichst du die Mean Street DEK durch die Baustelle auf der rechten Straßenseite. Der Weg ist jedoch wegen des Bebens gesperrt. Es gibt natürlich noch einen anderen Weg durch die Windmühle, aber der muss noch repariert werden. Ich bin bei der Statue, falls du mir helfen willst. Adieu. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was sammeln. Ein bisschen Zeug. Plutsch. Ein bisschen Zeug sammeln. Also die Steuerung, die ist echt am Anfang sehr kompliziert. Guck mal, hey. Wird mal ganz klar gemacht, das Ding, ja, ey. Machen wir das Ding klar, ja. Holen wir die Kiste, ja. Wieder eine Anstecknadel gefunden. Wow. Das hat uns jetzt mal selbst ins Aus katapultiert. Das war ja auch sehr clever von mir. So, ich muss hier mal wohl ein bisschen zurück. Das Mikrofon ist gerade ein bisschen am Springen. So, ich hoffe, so ist es jetzt besser. Aha, schon besser. Sorry für das kurze technische Problem. Und jetzt kommt der geilste Satz. Der geilste Satz ever. Hallo Mickey, ich sammle gerade Teile. Du kannst gern ein paar Teile haben, Junge. Also wie gesagt, das ist ein Spiel von Trophys, für Trophys. Wenn ich jetzt wieder hier runter krache, Junge, dann kriegst du auf die Fresse, Otto. Also jetzt wieder. Ja, machen wir gleich, aber erst einmal hier ein bisschen Stoff. Ach, guck mal, jetzt ist hier das Ding, was uns nach unten führt. Das erste da. Mal ist kostenlos. Sollen wir uns auf den Weg machen? Wir machen uns nämlich nicht auf den Weg. Der kriegt von mir eine Schelle und dann gehen wir weiter. Und jetzt kommt so eine geile Kuh gleich mal, ey. Die müsst ihr euch geben. Ich glaube, das ist noch die alte Oma, die ist nicht so schlimm. Adele aus dem Kamerageschäft sucht dich. Adele aus dem Kamerageschäft sucht dich. Sehr lustig, sehr interessant, aber Adele interessiert mich jetzt gerade ein bisschen wenig. Wie viel Schrott haben wir denn jetzt insgesamt? Wir haben jetzt erst 13. Warum haben wir denn erst 13 Schrott? In der ersten Aufnahme eben hatte ich jetzt schon 50. Was habe ich denn gemacht? Warum habe ich denn eben so viel gehabt? Ich habe zwar viele Kisten gefunden, aber da war ja auch nicht so viel Schrott drin. Hui, hier rüber geht's noch, hier rum und da und hier überall noch lang und ach, hey, Jemine. So, lalilalulala. Wir müssen auf jeden Fall jetzt viel Schrott hier zusammenfinden. Na, wo ist mein Controller? Da. Ah, die Hauswand steht auch wieder. Dann habe ich noch einen kleinen Trick gehabt eben, glaube ich. War das hier? Nee, hier war das nicht. Batsch, hat er wieder eine gekriegt, weil er von mir rumtanzt. Wo war denn das eben? War das hier? Hier sitzt auf jeden Fall unser Typi. Hier fehlt die halbe Hauswand. So, ist die Hauswand wieder ganz gemacht worden. Von Mezzo-Architektur. Klack, hat er wieder einen gekriegt. Der fummelt mir auch jedes Mal dazwischen rum, hier, der kleine Fridolin. Wo habe ich denn das eben gehabt, wo ich durch bin? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Meine Fresse, ey, warum schlägt das Mikrofon denn heute so aus? Heute habe ich Mikrofonprobleme, das gibt's nicht.
So, reden wir gerade mit ihm mal. Zu den DEK, ja? Nun, den Weg kenne ich.